Willkommen zur Demo von Frag Jetzt. Mein Name ist Klaus Quibbeldey-Zirkel. Ich bin Informatikprofessor an der Technischen Hochschule Mittelhessen und Projektleiter von Frag Jetzt. Im Impressum der App finden Sie eine detaillierte Beschreibung des Projekts. Nun zur Demo. In Frag Jetzt gibt es drei Rollen. Die Lehrperson, die Studentin oder den Studenten und die Moderatorin oder den Moderator. Entsprechend sehen Sie drei Browser, in denen ich in der jeweiligen Rolle das Nutzungsszenario von Frag Jetzt demonstrieren werde. Eine Sitzung erstellen Sie mit einem Klick auf den Plus-Button. Und das war es auch schon. Ihren Studierenden teilen Sie den Sitzungscode oder den Link der Sitzung mit. Als Student gebe ich nun den Sitzungscode ein oder den Link zur Sitzung. Ich könnte sofort eine Frage stellen, aber zunächst möchte ich den Moderator des Fragenboards ins Spiel bringen. Dazu gehe ich in meine Sitzung, rufe die Einstellungen auf und dort den Menüpunkt Fragen. Standardmäßig ist die Moderation aktiviert. Und alle Fragen der Studierenden werden direkt veröffentlicht. Wenn die Freigabe einer Frage durch den Moderator erfolgen soll, ist der entsprechende Schalter umzulegen. Mit dem Schwellenwertschalter kann ich bestimmen, ab welcher negativen Bewertung Fragen überhaupt angezeigt werden sollen. Nun muss ich noch einen Moderator in meine Sitzung aufnehmen. Dazu brauche ich seine Mailadresse, mit der er sich bei Frag Jetzt registriert hat. Ich melde mich nun als Moderator an der App an und gehe in die zu moderierende Sitzung. Als Moderator kann ich unerwünschte oder nicht zielführende Fragen vom Fragenboard verbannen. Ich könnte auch geschlossene Fragen, auf die ich mit Ja oder Nein antworten kann, mit den entsprechenden Icons auszeichnen. Und besonders interessante Fragen mit einem Stern hervorheben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen diese Bewertungen sofort. Als Dozent
kann ich die von den Studierenden mehrheitlich hoch bewerteten Fragen am Ende der Vorlesung besprechen. Dazu klicke ich auf die Frage. Diese wird in Vollansicht am Beamer angezeigt und in den Browsern der Teilnehmenden optisch hervorgehoben. Ein Moderator kann Fragen nur vom Fragenboard verbannen, nicht aber löschen. Das kann nur der Dozent. Alle weiteren Funktionen, wie das Sortieren und Filtern von Fragen oder das Anhalten des Fragenstreams, können Sie spielerisch herausfinden, indem Sie selbst zwei oder drei Browser auf Ihrem Laptop nebeneinander stellen und das Nutzungsszenario in verschiedenen Rollen durchspielen. Wie Sie Frag jetzt in Ihrer Vorlesung oder in Ihrem Kurs über das Semester einsetzen können, beschreibe ich weiter unten. Ich danke für Ihr Interesse an Frag jetzt und freue mich über Ihr Feedback. Meine Mailadresse finden Sie im Impressum.